Im Sommer vor 100 Jahren hat der Erste Weltkrieg begonnen. Der Bundestag hat heute in einer Gedenkstunde daran erinnert, an diesen Krieg, der ungeahnte Ausmaße annahm, der eine Menschen- und Materialschlacht wurde, die Millionen Todesopfer forderte. Damals hat der Stahlhelm die Pickelhaube abgelöst. Und erstmals wurde ein Krieg mit Massenvernichtungswaffen geführt. Mengen von Giftgas wurden eingesetzt. Selbst wenn das 100 Jahre her ist, die Waffen von damals stecken an vielen Stellen ja noch im Boden. Und die Folgen sind besonders heikel in der Eifel, wo kurz nach dem Krieg nämlich ein Munitionsdepot in die Luft gegangen war. Bianca Schilling erzählt mehr. Ein Idyll, ein vermeintlich unberührtes Fleckchen, das viele am liebsten begraben und vergessen wollen. 1915, der Erste Weltkrieg tobt. Wie an vielen Orten in Deutschland produziert in Halsschlag eine Fabrik Kampfmittel und Waffen. Später explodiert die Anlage. Kilometerweit fliegen Überreste in die Landschaft. Darunter Chemikalien wie TNT, die bei der Giftgasproduktion zum Einsatz kamen. Diese Sprengstoffe sind gesundheitsschädlich, Erbgut verändern, krebserregend und so weiter. Und wenn sie ins Wasser kommen, dann sind sie natürlich schädigen sie das Wasser, das ist dann quasi nicht nutzbar. Erst 80 Jahre nach dem Krieg beginnt das Land, die Altlasten aufzuräumen. Doch vor 6 Jahren ist Schluss. Man schüttet Erde auf die am meisten belasteten 12 Hektar. 54 Millionen Euro hatten Bund und Land bis dahin ausgegeben. Wenn spätere Generationen einmal sagen, jetzt gehen wir auch dort noch einmal sehr intensiv mit noch mehr Geld rein, um auch wirklich die letzten Eisenteile aus der Erde zu holen, dann kann man das tun. Die Verantwortung zu vertagen ist für Johannes Preuß ein Unding. Schließlich lagerten jetzt noch TNT-Rückstände im Boden. Dahinter steckt vielleicht der Gedanke, dass diese Sprengstoffe von der Natur beseitigt werden. Das dauert viele Jahrhunderte, bis das weg ist. Doch in Halsschlag selbst trifft man nicht etwa auf Empörung, dass der verseuchte Boden nicht weiter saniert wird. Es wird da unten drin wahrscheinlich noch das ein oder andere liegen. Klar, logisch, sonst wäre es nicht im Grundwasser. Aber es wird definitiv erfolgreich rausgefiltert und es wird halt eben auch immer kontrolliert. Auch die Anwohner hier wollen nicht weiter dran rühren. Zu stark sind die schlechten Erinnerungen an die Evakuierungen während der Aufräumarbeiten. Kinder bekamen Gasmasken, das war vor 13 Jahren. Halsschlag mit einem Erbe des Ersten Weltkriegs. Begraben und vielleicht irgendwann vergessen.